So, hallihallo und herzlich willkommen zu irgendeiner Extra-Folge oder so. Ich hatte tatsächlich die Frage, Vortex, wieso zum Geier machst du Thumbnails mit Blender und GIMP und dem VLC Media Player? Ich meine, gut, viele kennen vielleicht so, ja, Thumbnails macht man irgendwie mit Photoshop, GIMP oder irgendwie so ein Zeug, aber wieso zum Geier Blender? Ja. Kommt auf das Projekt an und bei der Boon Guide kommt das halt relativ häufig vor. Deswegen dachte ich mir, hey, ich bin gerade dabei, die Thumbnail für die Folge 8.0 zu machen, Hybrid-Grafik. Und dann nehme ich euch einfach gerade mal mit, wie ich denn so eine Thumbnail mache. Ja, als allererstes nehme ich mir das fertig gerendete Video, was ich hier habe, was wir hier sehen. Öffne wieder die ganze mit dem VLC. Ton lasse ich mal gemutet, alles klar. Und dann suche ich mir einfach irgendwas raus, was spannend ist. Und ich hatte mir... irgendwas hier so gedacht. So hier. So, das können wir nehmen. Machen wir mal ein Video. Direkt einen Schnappschuss. Der landet bei mir in meinem Bilderordner. Irgendwo persönlich Bilder und dann ganz weit unten. Irgendwo bei VLC Snapshots. Das Ding, ups. Nehme ich mir, schiebe das rüber zu meinen Thumbnails. Hier habe ich einen Screenshot-Ordner für die Boon Guide. Hier seht ihr, habe ich schon ein paar VLCs am rumliegen. So. Dann habe ich das ganze Ding hier rumfliegen. Das Hintergrundbild, was wir erstmal brauchen. So. Damit ist der VLC-Teil erledigt. Nächster Punkt ist, wir öffnen hier GIMP. Das habe ich hier schon offen. Ja, je nachdem, wie das auf dem Hintergrund passt, mache ich diesen schwarzen Balken mal mehr, mal weniger stark. Aber hierzu mache ich einfach mal eine neue Ebene. Gehe hier hin und da das Hybrid-Grafik ist, Hybrid-Grafik in Klammern. Ja, einfach nur Hybrid-Grafik nenne ich das Ding dann mal so. So Hybrid-Grafik in Linux, wie auch immer. Aber das Ganze so, das schneide ich mir aus, damit schön zentriert auf der Maske ist, füge ich mir wieder als neue Ebene ein. Und ja. Das war's auch schon. Dann exportiere ich mir das ganze Ding. Hier sehen wir schon, habe ich die ganzen anderen alten Texte rumfliegen. Mir die, ups, 8.0. Hybrid nenne ich das Ganze mal. Ich meine, ich muss ja nur wissen, was es bedeutet. Und damit ist dann der GIMP-Teil für den ersten Teil schon mal erledigt. Und jetzt kommt tatsächlich schon Blender an die Reihe. Und hier sehen wir, habe ich schon so ein kleines bisschen was vorbereitet. Hier sehen wir, habe ich mal hier so, ich gehe mal hier in das Layout rein. Hier so die kleine 3D-Szene, hier ist die Plane, wo am Ende das Bild draufkommt, wie ihr seht, und hier ist unsere Kamera. Und dann gehe ich einfach hin unter Shading und nehme erstmal hier das Bildchen raus. Sehen wir, das war diese komische Banderole, die darüber war. Dann machen wir Öffnen, dann gehen wir auf Text, dann nehmen wir Hybrid-Grafik, öffnen dann die ganze und wir sehen, tada, wir haben schon mal die Banderole da in der Mitte. Und jetzt brauchen wir noch den richtigen Screenshot. Den haben wir ja auch schon, und zwar hier, VLC, öffnen das Ganze und haben das Ganze so. So, genau. Dann gehe ich wieder zurück auf mein Layout, drehe mir das Ding irgendwie anders, fancy, wie es vielleicht ein bisschen dynamischer aussehen könnte, das Ganze. Mal so ein bisschen schräg von oben vielleicht das Ganze. Schiebe ich das so, dass das so passen könnte. So, und dann sehen wir, passt natürlich die Banderole noch nicht. Hier habe ich mir so mal so die Thumbnail drüber eingeblendet, damit ich halt weiß, wo die, sag ich mal, die Boundings sind oder so ein Zeug. Dann gehe ich wieder auf mein Shading zurück. Und doktor an der Skalierung von der Banderole rum und wie diese Textur von der Plane aus verschoben sein sollte. Das hat fast geklappt. Ich sollte mein Numlock auch aktivieren. So, sehen wir, da kann ich das Ding so ein bisschen durch die Gegend schieben. Und wir sehen, das ist ein bisschen lang, das müsste eigentlich so ein bisschen schmaler, dass es von hier so bis da so geht. Und dann machen wir einfach mal so eine Scale von 1.5 vielleicht. Und 1.5 in der Höhe, damit das Ganze nicht so gequetscht und gedrückt aussieht. Und dann müssen wir uns das ganze Teil noch ein bisschen hin und her schieben. So. Kann man das ja schon fast lassen. Kurzes Testbild daraus rendern, das sehen wir hier drüben. Ja, kann man eigentlich schon fast so lassen. Hier sehen wir aber so ein leichtes Depth of Field, was auch mit in der Textur drin ist. Weiß nicht, ob das auffällt auf Laufe der Zeit. Aber hier oben sehe ich gerade, hier an der Stelle, sehen wir ein bisschen was von der Plane, was wir noch nicht sehen sollten. Sehen wir ein bisschen den Hintergrund, das ist natürlich ein bisschen doof.
Aber alles ja kein Thema. Schieben wir einfach das Ding ein bisschen nach oben. Dann hat unser Bild neu raus. Ja, und damit haben wir unser Hintergrundbild. Das Ganze exportiere ich mir dann mal hier so als Save as Copy, als Image. Die 8.0 Hybrid. Speichern wir das Ganze. Und ja, damit ist der Blender-Teil erledigt soweit. Können wir wieder zumachen. Machen wir unser Gimpchen hier wieder auf. Dann haben wir hier diese, unser kleines hier mein Thumbnail-Preset. Hier sehen wir, habe ich die Border, die ich drüber einblende. Und dann hier das fertige Bild, was wir halt in GIMP gemacht haben. Und übrigens, diese Border habe ich auch irgendwann mit Blender modelliert und dann einfach nur rausgerendert. Ja, das heißt, mein Thumbnail ist tatsächlich immer relativ viel Blender zu einem gewissen Maß dran. Hier ist ein bisschen mehr wegen dem Hintergrundbild. Und ja, ich finde, das ist für mich persönlich einfach einfacher, das so zu machen, als irgendwie hinzugehen, da jetzt irgendwie mit GIMP irgendwie aufwendig irgendwelche Filter und so ein Zeug draufzulegen. So kann ich es einfach viel einfacher editieren und mir dann rausräumen und dann gucken, ob das Ganze so passt. Ich meine, man kann es lesen, Hybridgrafik in Linux. Ja. Sieht ein bisschen interessant aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und in diesem Bild erkennt man es nicht so ganz, weil der Hintergrund halt nicht relativ platt ist, sondern auch schon dreidimensional ein bisschen verzerrt ist und dann auch die Perspektive drinne. Sieht ein bisschen interessant aus, die Thumbnail, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja, würde ich sagen, für diese Folge kann man das so lassen. Dann exportiere ich mir das Ganze in Thumb-Folge 8.0. Speichern wir das Ganze. Hier speichern wir das. Das speichere ich mir. Und damit ist unsere Thumbnail auch schon fertig. Ja. Für die Leute, die es interessiert hat, wie zum Geier oder warum zum Geier ich Blender und GIMP benutze für Thumbnails, ist halt ziemlich easy. Ist das jetzt ja hier rein informativ und dann seht ihr, es ist, wenn man sich mit Blender natürlich auskennt, ein bisschen einfacher. Für die Leute, die es ein bisschen genauer wissen wollen, hier mit dem Shading, kann man hier ein bisschen das kleine, relativ simple Shader-Setup eigentlich reingehen von dem Ganzen. Hier oben aus dem Kamera-View mal raus. So, da sehen wir hier unsere wunderschöne Plane mit der Textur da so drauf und hier haben wir ja schon gesehen. Hier habe ich einmal eine Textur, die ich drauflege, das ist das Hintergrundbild an dieser Stelle. Und hier natürlich die Banderole haben wir eben gesehen. Die Banderole verschiebe ich halt hier mit so ein paar Texturkoordinaten ein bisschen durch die Gegend, die halt vom Blender dann darauf generiert werden, dann skaliere ich das ein bisschen und so weiter und so fort. Damit ich nicht das Problem habe, da das Ding ja, wenn wir ja uns hier das GIMP-Ding nochmal anschauen, das ja eigentlich nur 1080p breit ist, nicht das Problem, dass die Banderole irgendwo plötzlich dann einfach aufhört, habe ich hier unten mir, wenn wir mal hoch schauen, diesen sogenannten Overflow auf Extend gemacht. Ich könnte es auch auf Repeat machen. Dann würden wir sehen, habe ich hier so Hybrid-Grafik in Linux. Hybrid-Grafik in Linux würde halt die Textur kopiert werden, da wo sie zu Ende ist. Oder man macht halt einfach Clip. Dann ist es halt tatsächlich so wie vorher. Ach nee, Clip ist wahrscheinlich, weil es gerade das so von der Breite her passt und es nur in der Höhe ein bisschen verschoben wurde, dass es gerade so passt. Und naja, Extended ist halt einfach, dass halt die letzten Pixel von der Textur einfach genommen werden und gestretched würden. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen weißen Balken ganz an den Rand machen würde, würdet ihr jetzt sehen, dass eine von den Banderolen halt plötzlich, die Banderole in eine Richtung halt zum Beispiel weiß wäre. Ja, genau. Dann, damit ich nicht noch irgendwelche Licht- und Schatteneffekte mit reinbekomme, habe ich halt das Ding dann auf Emission gesetzt, also dass die Plane an sich selber leuchtet. Ansonsten wäre es halt eher ein bisschen dunkel, wie wir hier sehen. Oder wenn ich einfach einen normalen soliden Shader genommen hätte. Hier einfach mal so einen Diffuse Shader, der einfach nur so die Farbe bekommt von der Textur und das Ganze dann da unten reingemischt wird. Ah, okay, haben wir jetzt hier zum Glück nicht das Problem, weil wir eh keine Lichtquellen groß drin haben. Aber ich glaube, gerendert dürfte das halt schon ein bisschen merkwürdig aussehen. Ja, hier sehen wir schon, das Ding ist jetzt ein bisschen dunkler. Ja, das war ja auch nur die Banderole. Sehen wir halt, die leuchtet nicht mehr, die ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, von der Umgebungslicht ein bisschen angeleuchtet. Ich kann das Ganze ja mal hier jetzt mit dem Hintergrundbild machen, wie das Ganze dann aussehen würde. So, im 3D-View fällt uns das noch nicht auf, aber wenn wir das jetzt rausrendern, sehen wir, es ist halt arschdunkel und da müsste ich ständig auf die Beleuchtung aufpassen. Wenn ich dann anfange, die Plane hier, also nochmal hier, ich vergesse gerade, dass ihr meinen Mauszeiger nur seht. Wenn ich jetzt hier sehe, ist das halt alles ein bisschen dunkel.
Und dann müsste ich natürlich auf die Beleuchtung irgendwie aufpassen, wenn ich jetzt hier noch eine Lampe drin hätte und so. Deswegen, ja, das Ganze auf den Misch gesetzt. Damit wir da auch nicht groß in Konflikt mit irgendwas geraten. Kann eigentlich raus. Das gehört in den unteren Kanal. Das gehört in den oberen Kanal. Und damit haben wir es wieder so, wie wir es eigentlich haben wollen. Ja. Wunderschön. Das Thumbnail mit GIMP, Blender und Polte Media Player zusammengeschustert. Ja. Was ihr mit diesem Wissen jetzt anfangt, ist eure Sache. So wisst ihr einfach, wie ich manchmal tatsächlich meine Thumbnails baue. Ja. Genau. Ja. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, für dieses absolut kurze Video, was einfach so spontan gerade reingeworfen wurde, weil ich eh gerade dran war und ja. Keine Ahnung. Office Leaks. Nein, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Naja, auf Wiedersehen und tschüss.